Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Hardcore Kerbel. So, jetzt haben wir natürlich eine spannende Aufgabe vor uns, denn das Konto sagt 19.000 Funds. Alle Missionen sind ausgemaxt, weil ich ja leider im Livestream, wie formuliere ich das nett, das Launchpad zerstört habe. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Und ich habe mir gedacht, ich nehme mal Science Data from Surface of Minmus und Plant Flag on Minmus, um mich irgendwie aus der Sache zu retten. Wenn ich das hinbekomme, bekomme ich 97.000 hier und 39.000 hier. Ja, und das Ganze muss ich irgendwie schaffen mit 19.000 Funds, also ohne großes Geld auszugeben. Und ich habe so ein paar wirre Ideen in meinem Kopf und jetzt muss ich mir mal angucken, wie viel davon sinnvoll umsetzbar ist. Und um das mal zu prüfen, gehen wir als erstes mal zur Minmus-Station. Da waren wir jetzt auch schon einen halben Tag länger nicht, um mal so ein paar Sachen nachzugucken, nämlich was wir hier so für Optionen haben. Da ist einmal der Pit, das ist nicht so besonders hilfreich vom Inventory her. Okay. Was haben wir hier? Den Kühnup und den Freedom, die haben leider auch nichts da. Schade. So, was haben wir hier noch drin im Inventory? Auch nur nicht so nützlichen Kram. Na gut. Ist hier noch was? Nö. Hier noch was? Nö. Nö. Schade. Ich hatte natürlich gehofft, dass wir irgendwo noch so einen kleinen Tank haben. Na gut, also damit klappt es schon mal nicht. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass es nicht gänzlich nicht klappen würde. Was haben wir hier noch im Orbit? Sonst nichts weiter. Okay, also ich hatte gehofft, dass wir es hier direkt machen können. Aber das haut schon mal nicht hin. Wie viel Science ist hier drin? Vier. Okay. Läuft das Ding? Ja. Research läuft. Okay, dann gucken wir uns als nächstes mal den Space Truck an. Der ist jetzt ein Stück weit betankt und muss vom Orbit her eh raus. Vielleicht habe ich ja im Space Truck das nötige Zeug, um das zu erledigen, was mir so im Kopf rumschwebt. Aber dafür muss ich erstmal gucken, was da noch so zu haben ist. Der Space Truck, wo ist er? Da ist er. So, das würde nämlich eigentlich ganz gut passen, weil den Space Truck müsste ich eh noch auf einen etwas höheren Orbit bewegen. Und wenn man einen etwas höheren Orbit nimmt, dann kann es ja eigentlich auch mal direkt Minmus sein, weil da spricht ja prinzipiell nicht so wirklich was dagegen. Jetzt muss ich nur mal gucken, ob ich hier das habe, was ich brauche oder was ich glaube zu brauchen. Und wenn ich das gefunden habe, erkläre ich euch meinen Plan. Freakies Inventory? Nope. Schnorpels Inventory? Nope. Come on. Also ich habe so ein paar wirre Pläne im Kopf. Jawohl, hier ist das, was ich gesucht habe. Die müssten vor sein. So, genau. Was nämlich mein Plan ist, ist das Ganze zu erledigen, indem wir null Geld ausgeben, indem wir nämlich einen Orbital Base Jump machen auf Minmus, nur diesmal halt erfolgreich, mit jemandem, der solche Dinger hier mitnimmt, um sich wieder aufzufüllen, runterspringt, eine Flagge setzt, eine Bodenprobe und einen Crew Report nimmt und sich danach wieder zurück zum Raumschiff begibt. Das ist mein Plan. So könnten wir nämlich ohne Geld auszugeben relativ leicht die Sachen hinbekommen. Ist natürlich ein bisschen abenteuerlich, aber warum denn eigentlich nicht? Es hat ja letztes Mal fast funktioniert. Also könnte es doch diesmal eventuell komplett funktionieren. Ha! So, betankt sind wir nämlich. Wir haben 3000 Delta V und damit schaffen wir es auf jeden Fall bis nach Minmus. Und wenn wir erstmal bei Minmus sind, können wir da dann ja auch weitermachen. Mit dem Orbital Base Jump. So, jetzt muss ich nur einmal das Riesenhobelschiff auf die richtige Seite drehen und dann machen wir kurz die Angleichung der Pläne und dann fliegen wir darüber und bereiten den Orbital Base Jump vor. Ich muss mal gucken, wer sich dann freiwillig meldet. Ah, ich habe schon so eine Idee. Ich glaube, der Djinn wollte das mal machen. Der Djinn ist nämlich für solche Aktionen immer zu haben, habe ich gehört.
So, okay. Mal gucken, wie lange müssen wir brennen dafür? Ja, dann sollten wir jetzt langsam mal anfangen. 1 Minute 43, da haben wir auch gleich mal einen längeren Burn-Test für unsere Hitze hier. Ob das alles so sauber klappt, sollte es aber eigentlich. Und was wir jetzt schon mal machen können, ist auf jeden Fall die Panels hier wieder rausziehen. Es schwankt so ein bisschen, aber sieht alles gut aus. So. Die brauchen wir nämlich gleich wieder, wenn wieder irgendwann mal Sonne kommt. Schwupp. So. Also, jetzt erstmal einen kurzen Burn in Richtung Minmus Plane und dann fliegen wir rüber nach Minmus. Und ich hoffe mal, dass das dann dafür sorgt, dass wir genug Kohle wieder auf dem Konto haben, um noch Raumschiffe zu starten. Was ich jetzt mal mache, ist hier mal die Life-Support-Sachen aus, damit wir ein bisschen sammeln können. Also richtig viel habe ich im Moment nicht. Dann können wir das mal umwandeln lassen. So, mit O und ohne H. Ja, ist natürlich wieder eine tolle Situation, aber ihr wisst ja, wenn es knapp wird und nicht mehr richtig funktioniert, dann blühe ich ja erst richtig auf mit irgendwelchen kruden Ideen. Und wie gesagt, die Idee wäre halt einen, zum Beispiel den Djinn zu nehmen, der sich mit solchen Monopropellant-Ersatzkanistern vollstopft und dann aus dem Space Truck abspringt und zu Fuß quasi auf Minmus landen. Da muss ich gleich nochmal gucken, wie das aussieht, aber ich glaube, man hat 6 Stunden und 6 Stunden reichen, dass ich es auf Minmus überlebe, bis der Space Truck wieder da ist und dann wieder zum Space Truck hochfliegen kann. Also eigentlich eine super smarte Idee, das zu lösen. Ich weiß gar nicht, was da schief gehen soll. So. Add Maneuver. Und der Space Truck ist dann natürlich auch gleich auf einer Umlaufbahn draußen am Minmus. Da ist er eigentlich ganz gut aufgehoben, weil wir von da. Achso, ja, ich sollte vielleicht mal Set Target machen. Warum treffe ich ihn nicht? Den Minmus bin ich schon zu weit raus. Nö. Von da aus brauchen wir nämlich nur noch sehr, sehr, sehr wenig Delta V, um. Ach, da ist er ja. Um in ein Sonnenorbit zu kommen. Das heißt, wir können den Space Truck dann nochmal irgendwo am Minmus nachbetanken mit den Resten, was wir so brauchen. Und dann haben wir uns schon mal diese, jetzt, also wir hatten jetzt für die Angleichung 100 irgendwas ausgegeben, aber vor allen Dingen diese 750 Delta V, um den Orbit jetzt noch größer zu ziehen. Die sparen wir uns dann natürlich großflächig und können die nochmal in den Tank packen und haben die für andere Manöver irgendwo weiter draußen noch parat. Denn wir brauchen ja ein paar Delta V noch, um nach Duna rüber zu kommen und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich dann ganz gut, wenn wir die parat haben. So, das dauert jetzt eine Weile. 6 Minuten, um genau zu sein. Ich bin am Überlegen, ob jetzt der Physics Time Drop mal eine Option wäre, aber da ich ein bisschen Schiss habe, dass es mir den Space Truck gleich unter der Nase zerreißt, sonst mache ich jetzt was ganz Einfaches. Ich benutze die Wunder der Schnitttechnik und erspare euch 6 Minuten Burn und wir sehen uns in 6 Minuten wieder. Also für euch sind das dann jetzt 2 Sekunden. So, und wir sind im Endanflug auf den Minmus und müssen uns jetzt hier noch einmal in den Orbit bremsen. Aber das sollten wir wohl knapp hinbekommen. In einer Stunde ist das auch soweit. Und da sehen wir auch schon alles fröhlich kreisen. Das heißt, wir müssen jetzt einfach nur noch einmal Retrograde gehen und uns einmal kurz abbremsen, damit wir im Orbit sind. Und dann kann der Basejump von Jin auch schon beginnen. Da hinten ist noch Kerbin und der Moon schön zu sehen. Also bis hierhin hat der Flug sehr ereignislos, sehr reibungslos geklappt. Auch die Hitzeentwicklung sieht bei längeren Burns sehr, sehr vielversprechend aus. Also im Sinne von, das Modul hinten, das Landemodul heizt sich überhaupt nicht auf, auch wenn man mal 5, 6 Minuten die Antriebe durchlaufen lässt. Und das ist schon so fast das Mieseste an Burn, was wir so machen müssen. Viel schlimmer wird es auf unserer Reise nach Duna auch nicht werden. Also von daher sieht das ganz gut aus, dass das klappen wird mit dem Space Truck.
Ja, dann müssen wir jetzt nur noch einmal schauen, dass Jinder seinen Base-Jump sauber durchführt. Sonst sind wir hier mit Geld ziemlich am Ende. Ich habe noch ein, zwei andere Ideen, ob wir irgendwie Science-Punkte verkaufen können oder sowas gegen Kohle. Das wäre wahrscheinlich noch so eine Notlösung, aber eigentlich würde ich die gern behalten. Und außerdem ist es einfach auch viel spektakulärer, aus einem Orbit abzuspringen. So, jetzt sind wir schon mal ein bisschen einpendeln hier. Das sieht gut aus. So, wie weit haben wir es noch? Bis zu Periapsis. Das sind noch 2 Minuten. Das ist auch verkraftbar. Na komm, fang dich. Kleines, großes Schiff. So, und dann würde ich sagen, sobald wir jetzt die Periapsis, sag ich schon, Retrograde einmal treffen. So, geht's wieder auf Vollschub. Und wir bremsen einmal unseren Orbit runter. Wir müssen jetzt nämlich nicht unbedingt aus so einer Riesenhöhe abspringen. Das macht es ja auch nicht schöner insgesamt, sondern wir können ruhig ein bisschen tiefer gehen mit dem Space Truck, damit Jin nachher nicht ganz so viel zu arbeiten hat und wir vor allen Dingen auch schnell um Minmus rumrotieren, um Jin wieder einzusammeln. Denn er hat ja nur den Life Support seines Eva-Anzugs und das sind, wenn mich nicht alles täuscht, 6 Stunden und danach ist Feierabend. Also müssen wir nach 6 Stunden wieder zurück sein am Space Truck und wieder unseren Anzug auffüllen. Und um diese Toleranzgrenzen so gut wie möglich zu halten für den lieben Jin, gehen wir natürlich keine großen Risiken ein, sondern nehmen eine schöne tiefe Umlaufbahn, irgendwie so 20, 30 Kilometer irgendwie den Dreh. Schauen wir mal, was sich da gleich anbietet. Aber auf jeden Fall schön tief über Minmus entlang, damit das nicht so weit hat. So, das Bremsmanöver funktioniert ja auch schon mal ganz gut. Das kostet zum Glück alles auch nicht ganz so viel Sprit. Hier um Minmus rum. So, der sollte gleich umklappen auf einen sauberen Orbit. Ja, bin ich mal gespannt. Also ich hätte jetzt mal gesagt, ich nehme mal so 3, 4 Ersatzflaschen Monopropellant mit für den Sprung. Das müsste eigentlich locker reichen, damit Jin nichts Schlimmes passiert unterwegs. Damit er nicht irgendwie den Bill macht. Wir erinnern uns, für Bill ist ja der Orbital-Jump um Minmus rum nicht ganz so gut ausgegangen. Aber das wollen wir natürlich diesmal besser machen, damit es für Jin ein bisschen besser ausgeht. So, ich würde sagen, wir hacken das hier mal, wie gesagt, auf 30 Kilometer runter. Jawohl. So, ein bisschen noch. Jawohl, so. So. Und dann geht's hier drüben einmal hin. Und wir zirkularisieren das Ganze noch einmal, damit wir halbwegs sauber sind, was den Orbit angeht. Der ist jetzt zwar nicht unbedingt auf Äquatorebene, aber die Abweichung ist auch nicht so groß, dass wir eine Umrundung nicht überstehen würden. Das müsste ganz knapp hinhauen. Oder es sollte ausreichen auf jeden Fall, die kleineren Abweichungen dann mit dem Jetpack zu korrigieren. So, ich versuche jetzt mal schon mal die Drehung hier zu stoppen, dass er nicht wieder so überdreht. Nicht ganz, aber er dreht hoffentlich nicht ganz so weit. Kommt zurück. Jawohl, 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 jawohl. So. Oh, schöner Schatten, den wir da werfen. Sehr schöner Schatten. So, wir haben noch 2 Minuten bis zur Periapsis. Da können wir das Schiff noch schnell stabilisieren. Und dann würde ich sagen, gehen wir einmal rum und springen ab, wenn es hell ist. Oder wir könnten auch jetzt noch abspringen, weil noch ist es hell. Schauen wir gleich mal. Ich glaube, wir machen das mit einer weiteren Umdrehung. Oder machen wir den Jump gleich? Mal gucken. Erstmal machen wir ein Bremsmanöver. So, einmal auf grobe 30 Kilometer beidseitig. Grob. Zumindest, zack. Ah, das reicht. So, das ist ausreichend. Okay, ich würde sagen, da wird es schon dunkel. Wir gehen noch einmal rum nach hier so. Und das dauert 46 Minuten. Also ein kompletter Umlauf kostet uns momentan Stunde und eine Minute. Das ist okay. Eine Stunde haben wir also Zeit, bis wir wieder da sind. Und ich würde sagen, hier so beginnen wir mal unsere Vorbereitung. Mit Jin, wir müssen nämlich einmal aussteigen, wir müssen die Tornister einpacken und dann müssen wir
unseren Sprung beginnen. Unseren Sprung entgegen der Minmus-Atmosphäre. Atmosphäre sage ich schon, entgegen des Minmus-Bodens. Und dann heißt es eine Flagge aufstellen und es heißt eine Bodenprobe nehmen und vielleicht noch einen Crew-Report oder sowas. Okay, und ich würde sagen, Jin, dein großer Moment ist gekommen. So, halt mal die Kiste hier still. Nicht groß rumwackeln noch. Wird schon so schwer genug für den armen Jin. Zack, halten, stabilisieren. Dankeschön. So. Radial Out klingt eigentlich ganz gut, ne? Das ist der da drin. So. All hatches are obstructed. Wo sitzt denn der Jin drin? Jin? Wo bist du? Freaky? Ist er da drin? Wo hab ich den Jin reingepackt? Jin, wo bist du? Im Cockpit, oder? Ach, Jin sitzt hier hinten drin. Ah, jetzt ja. Genau, da müssen wir dich mal transferieren, glaube ich. Ja, erstmal da vorne rein, das passt. So, und dann einmal aussteigen. Eva. So, was hat der Jin denn schon dabei? Nix. Nix ist gut. So. Gut. Dann müssen wir einmal gucken, dass wir jetzt hier ordentlich zu lang. War das hier drin? Schön verdrängt. Ja. Okay. Zack. Was ist da drin? 10. Sehr schön. Nochmal 10. Oh, was macht ihr denn hier? Komm. Nicht so rumtanzen, bitte. So. Und nochmal 10. Und für absolute Notfälle würde ich sagen, können wir das Ding hier noch mitnehmen. Da ist nämlich noch Notfallversorgung drin. Obwohl es nimmt auch wieder Gewicht, ne? Wie lange haben wir denn jetzt mit Jin? Wir haben 6 Stunden. 6 Stunden reicht. Da brauchen wir keine Notfallversorgung. Okay, Jin. Dann your turn. Es geht entgegen des Orbits. Wir bremsen ab, um Jin nach unten zu bringen. Huch, was war das denn? Und gucken mal, dass wir Jin jetzt möglichst schnell gen Boden bringen, damit er seinen Auftrag erledigen kann. Also, Eva-Propellant haben wir genug da. Ich teste das jetzt auch noch mal einmal. Ja, Refuelen funktioniert auch. Ist gerade nix buggy. Alles ist gut. Jin ist on the way to Minmus. So, was sagt der Sturz? Da können wir noch ein bisschen steiler gehen, würde ich sagen. Wir wollen ja schnell runter. Noch steigt der gute Mann auch. Also von daher. Noch sind wir nicht auf dem absteigenden Ast. So. Ich denke mal, wir gehen so auf 30 Meter runter. Dann haben wir einen relativ freien Fall nach unten. Gucken wir, dass wir ihn dann rechtzeitig bremsen. Gut, da geht's ziemlich steil bergab. Das Ganze dauert dann 5 Minuten, bis wir unten sind. Da können wir ein bisschen Zeitraffer reinhauen. Die erstmal ein bisschen Speed aufnehmen lassen. Ich würde sagen, das testen wir erstmal. Wir sind jetzt auf 20 Kilometer, können wir mal runtergehen. Und dann probieren wir mal aus, wie gut wir bremsen können. So. 20 Kilometer. Das geht aber ganz gut, muss ich sagen. Jopp, jopp, jopp. Vielversprechend. Sehr vielversprechend. Okay, also wir können relativ gut abbremsen. Wir haben auch noch 18 Kilometer Zeit. Also ich habe jetzt irgendwie auf 2 Kilometer knapp 50 Meter pro Sekunde wegbremsen können. Das heißt, wir können noch ein bisschen erstmal fallen, bevor wir bremsen müssen. Wir dürfen es nur nicht übertreiben, weil natürlich der Boden nicht immer gleich der Boden ist. Ne? Die Radar-Altitude und die echte Höhe zum Boden ist natürlich nochmal ein anderer Schnack. Und wir wollen da nicht zu schnell runterkommen. So, der gute Mann
ist fleißig am Bremsen. Jetzt wäre so natürlich Kerbal Engineer unglaublich hilfreich. Aber wir haben zumindest hier den Indikator, wie schnell wir runterkommen. Und wir haben hier die Anzeige, wie unsere Geschwindigkeit aussieht. So, jetzt nichts verpatzen. Wir haben noch 8000 Meter. Ja, das sieht gut aus. Okay, da unten kommt langsam der Boden in Sichtreichweite. Also ich sehe die ersten. Ich kann die ersten Details erkennen. Jetzt sollten wir zusehen, dass wir ein bisschen langsamer werden. Damit wir hier nicht irgendwie verpuffen beim Aufschlag. Das wäre nämlich ziemlich peinlich. Aber das sieht ganz gut aus, dass Jin uns hier heute den Tag retten kann. Mal schauen. So. Schwupp. Jetzt sind wir relativ gut von der Bewegung her. Das heißt, also wir kommen jetzt relativ gerade runter. So, refuel jetzt nochmal, damit uns nachher nicht irgendwas passiert bei der Landung. Okay, was sagt die Entfernung zum Boden? Ein bisschen Platz scheint noch zu sein. So, jetzt schön vorsichtig den Jin da absetzen. Kannst auch mal dein Licht anmachen. Ah, das sieht doch alles gar nicht schlecht aus. Das hat der Bühl schon mal deutlich schlechter gemacht. So, ich will es nicht zu langsam machen, weil sonst sind wir ewig unterwegs und verbrauchen auch sehr viel Eva-Propellant. Aber das sieht gar nicht schlecht aus. So, wo ist der Space Truck mittlerweile? Der ist da drüben und geht jetzt langsam über den Horizont raus. Okay. Ah, da hinten ist er sogar. Das ist er. So. Gut, dann bremsen wir jetzt mal langsam, um das hier nicht zu schnell werden zu lassen. Denn der Boden kommt näher. Dann knapp noch über 10 Meter pro Sekunde. Das sieht ganz gut aus. Also so etwa 40 km/h. Naja, ein bisschen mehr mittlerweile wieder, aber auf jeden Fall nichts, was uns akut umbringt. So, wir fliegen in die Richtung. Die Richtung, die Richtung. Das heißt, wir ein bisschen bremsen jetzt. Müsste es zentraler werden? Ja. So passt das halbwegs. Okay, und dann bremsen wir mal wieder unsere Geschwindigkeit ab. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, Mission Orbital Base Jump macht gute Fortschritte. Ich glaube, ich sehe meinen Schatten auch schon. Ja, das müsste der Schatten sein. Da. Okay, also wir sind auch unter den 3000 Meter jetzt drunter. Puh, ich glaube, dass das funktionieren wird. Und da wir jetzt erstmal so die Hälfte einer Flasche durchgelassen haben, müsste das von der Menge her auch ganz gut funktionieren, dass wir den Gin dann auch wieder hochbekommen. Ist jetzt eigentlich nur so ein Zeitspiel, zu gucken, dass das alles rechtzeitig klappt. Aber da wir eine Umlaufzeit von auch knapp einer Stunde haben, für den Space Truck müsste auch das funktionieren. Also, guck mal, was Jin für einen riesen Schatten hinterlässt. Sehr schön. So. Langsam, Jin. Schön langsam. Wir wollen ja nicht, dass du dir den Knöchel verstauchst oder so. Sehr gut. Sehr gut. Ja, und ich hoffe, ihr versteht die leichte Überlänge, aber das ist ja auch äußerst dramatisch. Wir stehen quasi vor der Pleite unseres Raumfahrtprogramms. Wir müssen jetzt hier heldenhafte Verzweiflungstaten tun, um das alles noch irgendwie am Laufen zu halten. Da kann man auch mal ein paar Minuten überziehen. So, und ich würde mal sagen, wir haben einen hochoffiziellen, fast sowas wie ein Touchdown. Da kommt der Boden. Da kommt Jin, da kommt sein Schatten. Wenn der Schatten und der Jin sich treffen, ist er theoretisch am Boden. Im positivsten Sinne meine ich damit natürlich. So. So, jetzt kurz ausgleichen. Ach, guck mal, das ist beste Landung ever. Ever. Und jetzt klingt sich hier noch mein
Wollen Sie die Einrastfunktion aktivieren? Nein, möchte ich nicht. Danke, dass du ihn nicht umgebracht hast. So, Jin ist angekommen. Das heißt, Jin kann jetzt mal zumindest schon mal Mission Nummer 1 erfüllen, nämlich eine Flagge bauen. Damit haben wir schon mal die ersten 97.000 kassiert. Jin, deine Flagge ist umgekippt. Ah ja, was zählt, das zählt, ne? Minmus-Landung zu Fuß. Um das Raumprogramm zu retten. So. Zack. Und dann brauchen wir am besten ein Surface Sample. Keep. Und wir nehmen auch gleich noch einen EVA-Report mit. Keep. So, und ich würde sagen, nächste Folge gucken wir dann mal, dass wir den Jin mit seiner umgekippten Flagge. Jin, das ist übrigens nicht vorbildlich, die Flagge umzukippen. Das trifft mich auch ein bisschen. Den Jin mit seiner Flagge wieder an Bord vom Space Truck zu bringen. Aber das machen wir in der nächsten Folge oder im Livestream. Werden wir sehen. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.